Ja, hallo, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Heute möchte ich euch ein paar gymnastische Übungen vorstellen, die man im Alltag so ganz schnell mal anwenden kann. Ja, dazu braucht ihr, wie gesagt, so kein größeres Equipment. Wir brauchen eigentlich nur eine Fitnessmatte oder, wenn nicht vorhanden, dann vielleicht einen rutschfesten Teppich. Die Übungen, die machen wir so circa 30 Sekunden und das Päuschen dann auch. Ja, dann lade ich euch ein und dann kann es auch schon losgehen. Ja, meine erste Übung, die ich euch zeige, das sind Kniebeugen. Dazu stellen wir uns auf die Matte. Die Beine schulterbreit auseinander und so ein bisschen nach außen angewinkelt. So, jetzt nehmen wir unsere Knie und stellen uns mal ganz locker hin. So, und nehmen die Arme nach vorne zum Ausgleich, Stabilitätsausgleich. Und dann gehen wir weiter in die Kniebeuge und nehmen die Arme nach oben. Wieder runter, die Knie werden wieder etwas locker und wieder runter und hoch und runter und hoch, hoch, runter. Ja, diese Übungen sind halt gut für den Po, für die Oberschenkel, für den Bauch. Ja, meine zweite Übung, das ist der Beinheber. Dazu stellen wir uns wieder schulterbreit auf und wir nehmen dann das rechte Bein und das linke Bein und heben das zur Seite ab. Unterstützend nehme ich die Arme, um mich auszubalancieren. Es ist eine gute Übung fürs Gleichgewicht, aber wenn ihr da so ein bisschen unsicher seid, ihr könnt auch gerne einen Stuhl zur Seite nehmen und euch daran abstützen. Ja, dann fangen wir mal an. So, ich fange mit rechts an. Das Bein wird angehoben. Ich balanciere aus mit meinen Armen und das Bein wieder zurück. Und wieder zur Seite. Zurück. Zur Seite. Zurück. Ja, das ist eine Übung für den Oberschenkel. Ja, und wie gesagt, auch fürs Gleichgewicht ist ja wichtig. Ja. So. 30 Sekunden vielleicht. Okay. Ja, dann wechseln wir jetzt zur anderen Seite, zur linken Seite. Ups. Anheben und zurück. Anheben und zurück. Vielleicht könnt ihr ja die Arme auch nach vorne nehmen. Ja, wie es euch beliebt. Okay. Und die 30 Sekunden. Und gut. Die dritte Übung, die ich euch zeigen möchte, das ist das Beckenheben. Andere oder vielleicht ihr kennt das auch unter dem Namen die Brücke machen.
Ja, dazu sind wir jetzt hier unten auf der Matte und legen uns gerade mal hin. So. Wir winkeln jetzt die Beine an und legen die Arme neben uns, neben unseren Körper zur Stabilität. Ja, wir spüren jetzt so die Matte unter uns und beginnen mit der Übung. Und zwar nehmen wir jetzt das Becken hoch und wir formen jetzt eine gerade Linie, möglichst von den Knien bis zur Schulter, und senken uns dann wieder ab. So. Und wieder anheben und dabei auch vielleicht achten, dass der Rücken schön langsam rund zur Matte kommt. Und anheben. Ja, inzwischen sind wir schon bei unserer Übung Nummer 4 angekommen, die ich jetzt nenne Superman. Ja, zum Superman legen wir uns wieder auf die Matte, und zwar jetzt mit dem Bauch. Diese Übung ist sehr gut für den Rücken, insbesondere für den unteren Rücken. Ihr werdet sehen. So, ich lege jetzt auf meiner Matte und justiere mich so ein bisschen aus. Die Arme nach vorne, die Beine lang gestreckt und beginne jetzt mit den Übungen. Hebe gleichzeitig die Arme und die Beine. Und ganz wichtig auch bei den Übungen, das Atmen nicht vergessen. Und das geht so schnell vorbei. Und jetzt sind wir schon bei Nummer 5 der Übungen. Der Vierfüßlerstand. Ja, kennen wir alle schon noch aus unserer Jugendzeit. Sport, AG und so weiter. Dazu gehen wir hier in die, ja, sage ich, auf die Knie. Und richten unsere Arme nach vorne aus. Jetzt nehmen wir den rechten Arm und das linke Bein und dehnen jetzt unsere Seiten und versuchen auch eine gerade Linie zu halten. Und wir wechseln jetzt auf die andere Seite, diagonal, so, und wiederholen wieder die rechte Seite. Und den linken Arm und rechtes Bein. Ja, das gibt dem Körper so eine Spannung. Thank you.
Es gibt noch eine weitere Variation von dem Vierfüßlerstand. Also es ist ein schweres Wort heute für mich, der Vierfüßlerstand. Und zwar, wenn ich die Position einnehme und diagonal wieder meine Übung mache, kann ich auch den Ellenbogen und das Knie zusammenbringen. Und die andere Seite. Ja, das könnt ihr euch dann aussuchen, was euch besser beliebt. Ja, ich freue mich, dass wir heute zusammen sein konnten. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt mir doch mal bitte einen Kommentar. Setzt mir ein Like und ich sage für heute Tschüss, eure Gerdi.